Ja, halli hallöchen und herzlich willkommen hier jetzt endlich bei Digimon World 2003. Ja, ich hatte das Problem, dass nach dem Livestream, den wir am Samstag hatten, habe ich halt mit OBS Stream beenden gedrückt und dann ist mir OBS abgeschmiert. Sprich, das ganze Video ist kaputt gegangen. War schlecht. Habe ich jetzt repariert bekommen. Und deswegen ist das die letzten Tage ein bisschen ausgefallen. Tut mir echt leid dafür, aber diese blöde Scheiße da zu reparieren hat echt ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Aber jetzt ist alles gefixt und nun läuft das wieder. Und naja, viel Spaß beim Video. Ich wollte das einfach jetzt nur mal kurz sagen. Ne? Na gut, viel Spaß beim Video. Bis gleich. Tschüss. Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Digimon World 2003. Und wie versprochen, endlich wieder in ein Live-Let's Play. Es ist zwar ein Tag später geworden als was geplant, aber wir sind jetzt in ein Live-Let's Play. Ich habe Wemon verziehen. Ich habe Wemon verziehen, dass er nicht zu Paildramon geworden ist, weil jetzt weiß ich, woran das lag. Es lag daran, wir müssen das Stingmon, was er ja auch dabei hat, hier, warte. War, glaube ich, unter Status. Muss nämlich Level, was war das? 30, glaube ich, sein. Und dann kriegen wir erst Paildramon. Da muss man ja auch erstmal wissen. Das sagt dann ja niemand, weißt du? So, Digitation ausrüsten. Hier, Stingmon, Kampfdigitation ein. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen mit Stingmon. Und wenn der dann Level 30 ist, dann bekommen wir einen Paildramon. Es lag nicht an Wemon, es lag an Stingmon, scheinbar. Gut, des Weiteren habe ich mich wirklich, ich habe mich wirklich informiert darüber, was wir als nächstes zu tun haben. Und es wird viel Rennerei werden erstmal. Erstmal sehr viel Rennerei, dafür muss ich erstmal das Forest Inn verlassen. Und dann... Ach, super, let's play World of Final Fantasy. Ja, World of Final Fantasy ist wirklich ein geiles Spiel, muss ich sagen. Muss ich sagen. Es macht unendlich viel Spaß derzeit. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Und ja, es macht wirklich Spaß. Ich finde das echt schön gestaltet, weil es ist halt wie Digimon World hier. Weißt du, da laufen dir die Viecher hinterher und du kannst mit denen kämpfen. Finde ich irgendwie geil. Ich habe ja schon heimlich im Chat gelugert. Und da steht, dass ich mal ein Live-Let's Play von World of Final Fantasy machen sollte. Ich weiß nicht, wie das so bei euch ankommt, aber ich hätte Bock drauf. Ein Live-Let's Play von World of Final Fantasy zu machen, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Ne, es bringt ja nichts, wenn ich hier alleine sitze und keiner hat mich lieb. Das ist dann ein bisschen tragisch. So, gut gemacht. Stingmon. Soll ich Level abgehen, Stingmon? Passt schon. Ja, toll. Gut. Auf jeden Fall kommen jetzt alle 2 Meter Digimons. Das ist sehr leveltechnisch. Nee, und das könnte man rein theoretisch sogar morgen machen. Morgen müsste ich sowieso aufnehmen. Ich weiß nicht. Wenn ihr darauf Lust habt, könnte man morgen um... Ich weiß nicht, nicht so spät. Ich muss wieder früh ins Bettchen. Weil wieder Arbeit und sowas und... dann könnte man das vielleicht machen. Wenn ihr da Lust drauf hättet. Irgendwie 17 Uhr oder was weiß ich. Ich werd einfach wieder so ein Teil in so ein Livestream vorplanen. Und dann, ja, ich denke mal aber, dass das 17 Uhr wird. Damit wir dann... Können wir 3 Stunden da spielen. Dann habe ich noch genügend Zeit, ins Bettchen zu gehen. Weil früh aufstehen, 2 Uhr morgens und so, ne? Kennt das ja. Das Leben ist kein Ponyhof, deswegen muss ich mit Auto zur Arbeit fahren und kann ich auf dem Pony nach Arbeit reiten. So. Wir müssen jetzt aber erstmal ganz zurück zu Lucky Mouse Versteck. Gute Morgen. Hand hochhalt, aha. Aha. Ich sehe schon, ein paar wären dabei. Ich möchte auch gerne die Hand hochhalten, aber ich habe den Controller in der Hand. Wenn ich jetzt meine Hand hochhalte, dann haue ich gegen den Tisch. Und wenn ich gegen den Tisch haue, dann ist das wie Papier. Das zerbricht einfach. Papier zerbricht? Ja, hier unten schon. Oh Mann, was labert der schon wieder? Was labert's?
So, wir müssen wieder mit unserem Boot erstmal ganz zurück nach Lucky Mouse Versteck. Das wird... Ja, ich sehe schon. Okay, dann... Ich denke mal, dann machen wir morgen ein... Was will der denn hier? Dann machen wir wohl morgen ein Live-Let's Play von Final Fantasy. Ach ja, stimmt ja. Der ist ja noch so schwach. Ah, stimmt. Darf ich ja gar nicht. Ich darf ihn ja gar nicht hier verprügeln. Wir müssen ja immer noch hin und her tauschen. Oha. Ja, nee, da muss ich tauschen. Oh, Mon. Mit wem? Mit wem? Achso, mit Ex-Wemon. Ja, klar, logisch. Da gibt's Sinn. Ja, machen wir jetzt aber nicht. Es ergibt irgendwie Sinn, dass Ex-Wemon und Stingmon eine DNA-Digitation drauf haben. Weiß ich nicht, kommt jetzt gar nicht so überraschend. Nee, wie gesagt, dann machen wir gleich am nächsten Tag, machen wir dann 17 Uhr, machen wir ein Live-Let's Play von Final Fantasy, World of Final Fantasy. Ich will immer Final Fantasy World sagen. Bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf. Oh, das wird so spannend. Ich stehe voll auf das Spiel derzeit. Ich stehe da ein bisschen voll drauf. Oh Mann. Ja, was habe ich gelesen? Im Internet steht, unsere Digimon sollen Level 32 sein. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Die sollen Level 32 sein, damit wir überhaupt weiterkommen. Aber, naja. Ja, die Carpador-Taktik passt immer. So, kriegt er der hier, Dolphmon soll er doch eigentlich, den kriegt er verprügelt, da glaube ich dran. Los, in your face. Sein Ninja-Tritt. Hat ja noch nicht wirklich Techniken drauf, die Nase hier. Haha, abgewehrt. Was davon, dass du ein Delfin bist? So wie zum Thema überlegene Spezies. Ha. Ich meine, wir sind immerhin eine... Ja, ich würde mal behaupten, wir sind eine Mücke. Und eine Mücke ist halt ein Delfin weit überlegen. Warum spielen wir hier eigentlich eine Mücke? Das ist irgendwie demotivierend. Ich will keine Mücke spielen. So. Wie gesagt, das wird jetzt erstmal ein bisschen laufen. Aber wir haben ja Zeit. In der Zeit können wir ja auch wunderbar Stingmon hochleveln. Schut. Hey, weg da. Oh, ich kann schon wieder heute nicht lenken, ne? Mann. Aber ich bin natürlich ein Pro-Gamer, deswegen wird das leicht werden. So, bin ich hier schon richtig? Bulkbrücke. Ja, nö. Ja, gut. Gehen wir von hier aus weiter, wenn ich jetzt... Verdammt. Gibt es keinen kürzeren Weg? Ich glaube, ich hätte ans Meer gehen müssen, ne? Verdammt. Es sind ja nur ein paar Level bis 32. Hallo? Die Digimon sind Level 20 bzw. Level 24. Jetzt sind noch ein paar mehr Level bis Level 32. Ach klar, dass ich wieder falsch laufe. Das dauert noch. Ich bin froh, wenn ich am Ende Level 32 bin. Aber das kriegen wir auch so durch. Ich glaube da ganz fest an uns. Also ich habe da so meine speziellen Tricks. Meine speziellen Cheater-Tricks, möchte ich sagen. Einfach die ganze Zeit meine Digimons wiederbeleben. Bis wir irgendwann gewinnen. Leider habe ich auch gelesen, wen wir wieder besuchen müssen. Und darauf freue ich mich überhaupt nicht. Also da freue ich mich überhaupt nicht. Also, das ist ganz weit weg von darüber freuen. Das werden wir dann... Mal sehen, ob wir das heute noch machen. Mal sehen, ob wir so weit heute noch kommen. Hier lang? Vielleicht hast du das Dschungelgrab, ne? Verlaufe ich mich immer. Zack. Was? Wieso bin ich ein Freund von roten mechanischen Dinosauriern? Das klingt so schmutzig. Geht das jetzt schon los? Oder ist das nur wieder... Oder ist das jetzt nur wieder mein Gedanke, der so schmutzig ist? Das klingt wie etwas, was ich bei Beate Use kaufe oder so. Oder sonstigen erotischen Läden. Schön, dass es wieder auf dieses Niveau geht. Ach, er kann es nicht lassen. Er weiß es ja selber. So. Tickern wir ein bisschen weiter.
Ich glaube, wir hätten in Azuka City links zum Strand gemusst. Und von da an aus, glaube ich, kommen wir dann direkt in den Sektor rein. Ich bin mir aber nicht sicher. Und ich möchte das auch irgendwie nie so wirklich ausprobieren, weil nachher landen wir sonst wo und dann sind wir viel länger unterwegs. Also wenn wir den Weg gehen, den wir kennen. Verlaufen wir uns nachher und dann ist alles schlimm und alles furchtbar. Ja, man muss hier in Digimon World sehr viele Wege laufen. Ich frage mich, ob das in Final Fantasy World auch so ist. Oh, ja. Jetzt freue ich mich irgendwie schon auf morgen. Jetzt kann ich den morgigen Tag... Ich hätte es ja gerne schon heute gemacht mit, aber ich muss hier noch alles umstecken dafür. Derzeit ist die PlayStation 2 auf der Elgato angeschlossen und bis ich das umgesteckt habe und naja. Weißt du? Ach so. Ich dachte, ich weiß auch nicht. Gut, wir tauschen erstmal wieder Armormon rein. Können wir hier mal ein bisschen fertig machen. Schnief. Ich bin immer noch ein kleines bisschen erkältet. Ich hoffe, das hört man nicht. Ich hoffe, es stört nicht. Wenn ich hier mal ab und zu mal ein bisschen schniefe. So ein bisschen so Mitleid-Gear-mäßig schniefe. So, dass ich so Mitleid brauche und so. Oh, er ist so krank. Yay, Stingmon. Hey, ab Level 5 hat er schon Paildramon. Yeah. Paildramon! Yeah! Entschuldigung. Endlich ein Paildramon, Alter. Endlich! Ach ja, endlich ein Paildramon. So, jetzt müssen wir erstmal wieder... Oh, geil, wir haben jetzt Paildramon. Ja, das klang sehr... erwachsen. Yay, wir brauchen Exvimon nicht mehr leveln. Paildramon! Ha, geil. Schön. Chick. Gesundheit kommt schon wieder. Irgendwann. Spätestens auf dem Sterbebett. In 2-3 Jahren. Lange kann ich gar nicht vor zu leben. Nein. Mir wird jetzt schon irgendwie gerade ein bisschen warm. Ist ein bisschen komisch. Hey, Paildramon. Was hat der denn da hinten? Achso, das sind seine Schwänze. Kann man das so sagen? Haben wir noch keine Technik geladen? Das ist ja furchtbar. Los! Attacke! Mach es platt! Alter, hat's ja wirklich platt gemacht. Paildramon. Ich freue mich. Ich freue mich wie ein Schnürschuh. Das Gute ist, wenn wir gleich da hinten waren, dann müssen wir nämlich gleich wieder den ganzen Weg zurückgehen. Das ist ein bisschen anstrengend. Man könnte meinen, dass die Spieleentwickler wollten, dass man sehr viel hin und her läuft. Ich weiß nicht, ob die da so einen Hass gegenüber die Spieler irgendwie entwickelt haben. Aber wir lassen ihn mal dahin laufen und dann lassen wir ihn dahin laufen. Einfach nur so. Und ein Drache. Ja, das sieht halt, naja. Aber wir müssen bedenken, der Drache, der ist bewaffnet. Oder die Mücke ist bewaffnet. Ich glaube, die Mücke war diejenige, die bewaffnet ist. Es ist halt sehr komisch, wer sich diese Dinge ausdenkt. Ich meine, die sitzen da an einem großen, runden Tisch. Und was, Jürgen? Weiche Teufel, lobet Jürgen? Ja. Sag ihm mal nichts zu. Wir sitzen da an einem großen, runden Tisch und denken sich, wir müssen von einer Mücke und einem Drachen eine Fusion machen. Die müssen wir einfach zusammenmalen. Oh ja, das war voll die gute Idee. Ist ja wie bei South Park. So, ich muss jetzt erstmal ein bisschen heilen. Können wir eigentlich, komm, das machen wir gleich mit Technik, weil wir ja so ein harter Typ sind.
so ein harter Techniktyp. Wir haben ja hier Small Heal, zack. Sind wir wieder voll hochgeheilt. Zack. Sehr schön. So, also erstmal zur Dumm-Dumm-Fabrik. Von der Dumm-Dumm-Fabrik, Hilfe. Geht es dann weiter? Bin ich hier noch richtig? Oder laufe ich hier einfach nur eigenartig? Nee, hier ist glaube ich richtig. Yay, richtig. Bist du Dragon? Ja. Tick, 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 tick. So, ich glaube hier kann Paildramon. Doch, Paildramon schafft das hier auch, oder? Na, wir glauben jetzt einfach mal an Paildramon. Ah, wobei. Ah, doch, komm, Paildramon, den reißt du den Arsch auf. Ich meine, du bist Paildramon. Mein, ne? Ja, es passt. Das passt, Paildramon. Machst du gut. Bin sehr stolz auf dich. War noch nie in meinem Leben so stolz auf dich. Ich könnte ja eigentlich mal von meiner Woche erzählen. Ja, was war in dieser Woche los? Eigentlich nicht viel. Eigentlich, ey, warum überlebt er das? Was ist denn los mit dem? Eigentlich war nicht viel los gewesen. Ich war krankgeschrieben gewesen. Bettlägerig und ein bisschen K.O. Aber sonst ist nicht viel passiert. Immer noch im Umzugsstress. Ja, ich mach voll Gronkh nach. Ey, der ist auch im Umzugsstress, ich weiß. Kriege ich ja schon öfter zu hören, dass ich hier irgendwelche Let's Player nachmache, die ich gar nicht kenne. Ach, Level 21 geht schnell, wa? Aber auf Level 20 brauchst du ewig, Wemon, böse Sau. Machst du extra. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Ja, das glaube ich auch, Silverwolf. Auf jeden Fall glaube ich das auch. Ach, schön. So, es hat leider... Ja, wir machen trotzdem weiter. Wir machen trotzdem weiter mit Paildramon. Oh, meine Güte. Ich brauche unbedingt einen neuen Stuhl. Zum Sitzen. Kein Gang. Nur ein Stuhl zum Sitzen. Kein Stuhl zum Gang. Ist ja nämlich schon reich. Boah, alter Erdramon, wirklich. Willst du das hier wirklich in der Länge ziehen? Können wir ja gleich Wemon wieder heilen, da. Kriegt ja die ganze Zeit aufs Maul. Was doof ist, da könnt ihr ruhig mal den besiegen. Hey, wir dürfen zweimal angreifen. Sehr schön. Ich lese hier schon im Chat von Bibelfreunden. Ich bin, begeistert? Ja, ich glaube, begeistert ist das richtige Wort. Oder? Bin mir nicht sicher. Hey, Paildramon. Gelernte Technik. Oh, cool. Metallattacke. Geil. Schön. Paildramon ist Metall? Wer ist ein Metallding? Sieht gar nicht aus wie Metall. Sieht aus wie eine Mücken-Drachen-Kombo. Mücken-Drachen-Kombo-Mon heißt er eigentlich jetzt. Können wir eigentlich auch gleich hier erstmal übernachten. Können wir erstmal Schluppi-Schluppi machen. Dann läuft das auch. Schuh. Zack. Ja, ja, ich möchte übernachten für 44 Bits pro Digimon, das total teuer ist. Echt, ey. Voll die Wucherpreise, ey. Können die hier keinen Sozialbaut hinmachen, ne? Wo man denn für 5 Bits übernachten kann? Für denen, die es nicht so gut geht? Geht gar nicht. So, dann wollen wir nach oben. Nach Norden. Ich weiß gar nicht, wie wir in den Geheimraum kommen. Ist, glaube ich, noch ein ganz schöner Weg, oder? Oh. Ich wünschte, man könnte sich teleportieren. Es gibt garantiert einen Seekuh-Digimon. Warte. Gibt es einen Seekuh-Digimon? Ich kenne jetzt keinen. Oh nee, Tuskmon. Oh nee, den mag ich nicht. Warte mal, wir haben Metalltechnik. Gibt es einen Seekuh-Digimon? Ich habe gerade echt keine Ahnung. Mir fällt auf jeden Fall keins ein. Das wundert mich. Sonst sind auch alle Tiere vertreten. Von Mücken sogar. Es gibt sogar Mücken. Da muss es auch einen Seekuh-Mon geben. Ich finde den Namen auch super. Seekuh-Mon. Ich finde das gut. Könnte man eigentlich...
Hallo Iris, ich bin auch da. Ich sitze hier und winke. Hallo. Habt ihr gesehen? Habt ihr bestimmt gesehen. Hey, Counterpeppen. Wollte ich immer noch mal nachgucken, ob das denn ein Counter ist oder Konter. Ein Konter. Hilfe. Schuh. Ich habe das Gefühl, dass wir aber eigentlich recht gut durch Digimon hier durchkommen. Ich habe so in Erinnerung, dass ich mal echt lange festhänge. Also so hier, besonders hier. jetzt muss ich mir erstmal hier wieder diesen Chaos finden. Aber wir sind noch lang. Wir sind noch lange nicht durch. Noch lange nicht. Glaube ich. Oder? Nähern wir uns dem Ende? Nee, eigentlich nicht. Es würde mich schockieren, wenn wir uns wirklich dem Ende nähern würden. Genau das ist es. Deswegen soll es ja Sozialdenken geben. Deswegen, das ist einfach nur Mobbing. Das ist aber wirklich fies, ne? Wenn man das jetzt mal wirklich so sieht, das ist echt gemein. Wobei, man könnte ja immer noch nach Azuka City, die verlangen da ja nicht viel. Das sind ja so Großstadtpreise. Sozialbauten dann. In irgendwelchen milbenverseuchten Betten liegen und so. Ja.